durfte ihn ja zwar nicht direkt im Gymnasium als Zeichenlehrer genießen, hätte man hier auch nicht viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist als Maler über die Grenzen weit hinaus bekannt, aber auch natürlich als Gründer und pädagogischer Leiter der Simultanea Liechtenstein, eines Vorzeigeprojekts in unserer Region, was die Integration und auch die Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft. Meine Damen und Herren, was macht Seele und Charme der Region für Helmut Benschlitznigers? Versucht es jetzt einmal mit einer Geschichte, bitte. Ich werde mich beeilen. Vor einem Jahr ist ein junger Mann in unsere Einrichtung gekommen, der eigentlich von seiner Behinderung her unvermittelbar ist. Lauter. Muss ich lauter? Ja, klar. Ja, der eigentlich unvermittelbar ist. Er hat so eine schwere Behinderung, er ist retardiert, er ist Autist. Er kann nicht sprechen, er ist nonverbal. Und wir haben das Wagnis gewagt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit meinem fantastischen Team, und wir haben ihn aufgenommen. Wir haben diese vorhergehenden Situationen benutzt, in anderen Einrichtungen, er war eingesperrt, man hat sehr aufgepasst, das war Schutzräumen. Aber nach zwei Tagen haben wir gesehen, das geht nicht. Und wir haben dann versucht, ihm einen Freiraum zu bieten. Es war eine sehr mutige Sache, aber wir haben gesehen, er steht auf, er rennt den ganzen Tag, er macht sehr unkontrollierte Bewegungen, das machen wir sehr bedrohlich auch schon. Und mit diesem Freiraum hat er aber ganz gut umgehen können. Und wir haben diese Verbesserung gesehen und er hat sich sogar selber eine Gruppe gesucht. Wir haben vier Gruppen in der Einrichtung, mit jeweils 7 Menschen mit Behinderung, Mehrfachbehinderungen. Und er hat sich da integriert und die Gruppe hat ihn auch aufgenommen. Und das ist aber folgender Fall. Diese Gruppe geht jeden Donnerstag LBU, das heißt lebenspraktischer Unterricht. Man geht einkaufen, man versucht eben mit Geld umzugehen, um das irgendwo in einen Lernprozess sehr lebensnah zu machen. Und zum Schluss geht man natürlich einfach in den Kaffee. Und am Anfang war das sehr schwierig, wir haben uns lang überlegt, nehmen mit. Er kann zum Beispiel auch nicht im Auto sitzen, er ist festgeschnallt, weil er die unkontrollierten Bewegungen zur Verletzung herausfordert. Und eine Mitarbeiterin, eine ganz grandiose, hat das gemacht mit Ablenkungsmanövern, mit einem Puppel auf einem Stabart. Und plötzlich geht es. Und er geht mit und geht sogar ins Kaffeehaus. Am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil die Leute sind zurückgegangen und haben ein bisschen Angst gehabt und haben vielleicht auch ein bisschen mitleidig geschaut. Es ist immer besser geworden. Und heute geht er gern mit. Er hat noch immer seine unkontrollierten Bewegungen. Er steht noch immer während dem Kaffee trinken aus und rennt durchs Lokal. Und folgende Woche bin ich mitgekommen und da waren wir dann in einem großen Gastgarten. Und wir sind dort hingekommen und es war kein Tisch frei und es ist nicht kein Tischplatz gemacht worden für uns, sondern ein paar Leute und setzt euch zu uns. Und das Schönste war für mich, der Lokalbesitzer ist gekommen und hat ihn bei Namen begrüßt und hat gesagt, ja, du brauchst jetzt deinen Kakao, ich bringe dir gleich. Und diese Akzeptanz und Integration ist für mich Seele und Schaden. Danke.